Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Sex ist ihre ganze Leidenschaft. Als Erotikreporterin oder Pin-Up-Girl, später auch mit ihrer eigenen Agentur World of Venus, ist Tina Schmidt sehr erfolgreich. Doch die private Welt der Venus gerät immer mehr aus den Fugen, je mehr Männer sie hat. Gleichzeitig flammt immer stärker eine Frage in ihr auf: Wer bin ich eigentlich? Heute ist sie mein Gast. Hallo Tina Schmidt. Hallo. Ohne Sex kann ich nicht leben. Warum hast du das nicht einfach nur so dahingesagt? Das war einfach so das Mindset, oder das war halt wirklich so meine Identität früher und der Lifestyle, der da einfach überall rund um mich herum war. Deine Maxime war ja sogar noch stärker. Du hast gesagt, ohne Sex sterbe ich. Ja. Und das war ja nicht von Anfang an der Fall. Wie fing das denn an, dass dir Sexualität so wichtig wurde? Also ich habe schon früh eigentlich auch halt Doktorspiele gemacht. Ich habe schon früh irgendwelche Videokassetten dann bestellt. Ich kriegte Playboy-Magazine in die Finger, habe das dann eigentlich mit einer Faszination und auch ein bisschen so angeschaut. Das war eigentlich einfach früh schon eine Faszination für diese Thematik. Mhm. Und das hat sich dann eigentlich durch mein Leben gezogen. Wie alt warst du da, als du schon deine Heftchen hattest? Wahrscheinlich so 12 vielleicht oder ja. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt, dein Sexkonsum sozusagen? Welchen Lebensstil hast du dann geführt? Ich hatte halt einfach relativ früh, also kommt immer darauf an, wie man es vergleicht, aber ich hatte dann halt mit 15,5 mein erstes Mal und ich habe mich dann einfach auch als Frau gefühlt. Das war wirklich so, jetzt bin ich eine Frau. Erst jetzt gehöre ich dazu. Oder ja, es war wirklich so die Atmosphäre, wo ich mich auch drin bewegt habe. Halt so mit Klicken unterwegs. Und das war einfach eins, ja, Sex, Drogen dann auch oder Kiffen halt einfach früh relativ schon. Auch Snowboarden, Hip-Hop, das war so ein bisschen dieses Umfeld, wo ich drin war. Klingt einfach sehr lebenshungrig, was man auch gut nachvollziehen kann. Ja. Aber in deinem Buch kommt es schon so ein bisschen rüber, wie wenn du so reihenweise die Männer vernascht und konsumiert hast. Ja. Wie kam das? Also es war jetzt nicht gerade so reihenweise konsumiert, vernascht, weil eigentlich war immer eine große Sehnsucht nach der Liebe und eigentlich auch nach der einen Liebe. Also eigentlich das, was ich mir wirklich im Herzen gewünscht hatte, konnte ich aber nicht umsetzen, weil ich hatte auch eine große Angst. Ich glaube, eine große Sehnsucht nach Nähe und Intimität und nach dem einen Partner, aber gleichzeitig auch eine große Angst, Angst vor Verbindlichkeit, Angst erkannt zu werden, wirklich als ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Ich habe mir eine große Schutzmauer aufgebaut, war nach außen wirklich selbstsicher, wirklich ein bisschen unantastbar aber auch. Also man kam nicht so schnell an mich heran. Und ja, ich denke, ich habe meinen Körper hergegeben, aber eigentlich habe ich mein Herz, mein Innerstes habe ich eigentlich nicht wirklich hergegeben. Es gab eine lange Beziehung, auch in der Zeit, wo ich dann dieses ganze Partyleben oder mein Label auch aufgebaut habe, hatte ich eine lange Beziehung. Das war auch eine treue Beziehung. Und die ist dann aber auch, ich habe diesen Mann eigentlich verlassen. Eigentlich, weil ich einfach noch hungriger war nach mehr Leben. Es hat dann auch nicht mehr mit diesem Image zusammengepasst, wo ich mir aufgebaut habe und wie mich die anderen Leute gesehen hatten. Es hat nicht mehr gepasst, dieses normale Daheimleben, Mann, Haus und so weiter. Ja. Und ich hatte auch immer Angst vor einem normalen, langweiligen Leben. Also ein Vamp warst du sozusagen nicht. Da war wirklich der Hunger oder eine Sehnsucht nach Liebe, auch wenn das vielleicht damals gar nicht so klar war wahrscheinlich. Ja. Trotzdem hast du dann auch diese ganze Branche der Sexualität sozusagen zu deinem Beruf gemacht. Ja. Wie kam das dazu? Also ich habe sie, ich würde sagen, gestreift und ich denke, Gott sei Dank bin ich nicht noch mehr da hineingekommen, weil das hätte ja gut passieren können. Ich bin eigentlich, ich war als Buchhändlerin eigentlich noch im Buchhandel tätig, habe dann aber nicht mehr so viel gelesen. Dann fand ich bin ja eine ganz schlechte Buchhändlerin, habe dann noch in den Comics gearbeitet. Jedenfalls kam dann dieser Mann vom Regionalfernsehen, von dieser Erotiksendung Lust und Laune. Und die suchten eine neue Person, die auf der Straße die Menschen interviewt und einfach intime Fragen stellt.
wie wann war dein letztes Mal oder was hörst du für Musik zum Sex oder wann war dein erstes Mal oder einfach solche Fragen. Und ich habe da, ja, das ist jetzt meine Chance, eigentlich auch bekannt zu werden. Ich hatte auch diesen großen Hunger nach Anerkennung, einfach nach Bekanntsein. Ich muss doch etwas Besonderes sein, ich muss doch etwas, ja, man muss mich kennen. Und dann war das das Sprungbrett eigentlich. Und ich habe dann diese Sendung gemacht, später auch mitproduziert und auch Reports gedreht. Ich war dann eigentlich vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera tätig. Erotikreporterin für Lust und Laune. Fiel dir das leicht, die Leute einfach so auf das Intimleben anzusprechen? Ja, absolut. Ja. Also ich war wirklich in meinem Element. Ich habe das mit großer Freude gemacht und die Leute sind dann auch, die haben sich bereitwillig zur Verfügung gestellt oder die sind dann weit weggerannt, als sie mich und den Kameramann gesehen haben, weil das war wirklich auch eine Sendung, die wurde, die hatte bessere Einschaltquoten als die Nachrichten und darum schalten halt die Leute einfach, sehe ich mich oder sehe ich jemanden, den ich kenne, und das war halt in Bern einfach dann die große Sache. Also beruflich immer damit zu tun und auch privat relativ oder viel Sex. Kommt da nicht mal so eine Übersättigung irgendwie rein? Nein, ich glaube, ich war wirklich einfach getrieben. Und das war ja auch irgendwie eine Flucht vor der Realität, eine Flucht vor, ja, einfach auch Ruhe oder vielleicht auch einsame Zeiten oder so etwas. Das gab es nicht, weil ich war immer auf der Überholspur und habe immer geschaut, dass wirklich eigentlich genug gelaufen ist. Und dann, ich habe auch so viele Sachen parallel gemacht, eigentlich ja, im Bereich Mode, im Bereich Medien, und dann dieses eigene Agentur aufgebaut, dieses World of Venus, und da hatte ich dann eigentlich Partys gemacht, Styling gemacht, und dann wurde es auch zu einer Promotionsagentur ausgebaut, weil ich halt diese Hostessen hatte an den Partys, da waren wir alle so sexy gekleidet und ich habe so Themenpartys gemacht, und da gab es dann auch Firmenkunden, die dann diese Hostessen gebucht hatten. Und das hatte dann eigentlich eine Dynamik angenommen, sich entwickelt zu etwas, was ich eigentlich so gar nie geplant hatte. Das eine hat sich dem anderen dann ergeben. World of Venus, das ist dann deine eigene Agentur geworden, also die du gegründet hast. Du warst da Chefin, Managerin, wie auch immer. Was waren so Bereiche, wo du gemerkt hast, ich gerate ins Schlingern? Also eigentlich hatte ich einfach diese Faszination für diese Pin-Ups aus den 50er Jahren. Die sind ja eigentlich, die waren ja gezeichnet anfangs. Immer eigentlich mit ein bisschen Schalk, mit einem Augenzwinken. Die hatten auch immer noch was an. Und ich habe mich auch an dem orientiert. Ich habe auch diese Pin-Up-Fotos gemacht, dann auch einen Kalender produziert. Und trotzdem hatte ich dann auch gespielt ein bisschen mit der Idee, einen Sexfilm zu produzieren, oder auch dann irgendwann die Idee, ich könnte ja auch eine Begleitagentur machen, aber das, irgendwie gab es da immer so auch ein Nein schon. Irgendwo gab es da wie ein moralischer Einhalt, und ich wusste, nein, das, irgendwo ist da die Türe zugegangen, und da ging es nicht weiter. Arbeiten, feiern, Sex. So hast du dein Leben beschrieben zu dieser Zeit, alles war in Ordnung. Warum hast du dann Psychologen aufgesucht? Also ja, ich habe dann eben diesen Mann verlassen und habe dann wirklich noch 2 Jahre wirklich Vollgas gegeben. Also das Label gab es 5 Jahre. 2 Jahre dann habe ich wirklich einfach Party, und ich wollte einfach, ja, dieses Mindset von, ich bin unsterblich, Tod geht mich nichts an, ich mache Party für immer. Ich will mich nicht mit Leid auseinandersetzen und mit schwierigen Herausforderungen, sondern einfach, einfach ein Party, hedonistischer Lifestyle habe ich gelebt und dieses Venus wirklich, Venus wirklich ausgelebt, und hatte dann auch ziemlich junge Liebhaber oder eben auch Männer, wo ich eigentlich eine Beziehung wollte. Die waren dann teilweise noch tiefgründiger als ich, und ich bin dann eigentlich auch wieder geflüchtet. Also ich bin eigentlich auch immer aus Angst verlassen zu werden, bin ich zuerst gegangen. Okay. Und das war für dich die Frage, was ist los mit meinen Beziehungen? Ich gehe mal zum Psychologen. Ja, also es gab dann einfach diesen Zusammenbruch, wo einfach nichts mehr gestimmt hat. Es gab einfach diesen, ja, ich hatte einen jungen Mann, 18 Jahre, dann wollte ich mit ihm an eine Eröffnung gehen vom Status, wie es damals in Bern, großer Anlass mit vielen Leuten, und irgendwie musste ich wirklich auf dem Weg umkehren, weil ich dachte, hey, ich kann das nicht mehr im Ernst, ich kann nicht mehr dahinter stehen. Was mache ich hier eigentlich? Und dann fiel eins nach dem anderen zusammen, wie ein Kartenhaus, wo du zuerst die oberste Karte, und dann ist alles zusammengefallen. Ich war auch bekifft, ich habe dann
mehr geraucht, das war, wurde immer schlimmer. Ich kam wirklich in einen Wahn hinein oder ich habe dann plötzlich habe ich gedacht, mit mir stimmt etwas nicht, was habe ich? Und das war schon eine ganz schlimme Erkenntnis, dass mit mir etwas nicht stimmen könnte, weil ich bin doch perfekt und alles war immer gut und mir ging es immer gut. Und dann habe ich das Ganze, habe ich angefangen zu googeln und habe das ganze Repertoire psychischer Erkrankungen, habe mich überall irgendwo gefunden und es wurde immer schlimmer und ich hatte immer mehr Angst und dachte, hatte wirklich Angstzustände auch und es gab viel Schuld und Scham und auch Selbstmordgedanken, also wirklich Gedanken, die ich noch nie hatte und die ich nicht kannte und die machten mir einfach Angst. Ja. Also es klingt danach, dass es erst steil bergauf, aber dann wirklich bergab ging. Es traten in dieser Phase ja wirklich ganz zentrale Fragen für dich auf, die dich sogar bis in deine Träume verfolgt haben. Was hat dich beschäftigt? Genau, also ich wusste eigentlich gar nicht mehr, wer bin ich eigentlich. Ich wusste, diese Venus ist jetzt tot. Ich will nichts mehr mit dem zu tun haben, was ich gemacht habe. Das war ja alles nur eben sexy, so äußerlich bestimmt. Ich habe noch andere Frauen da reingezogen. Für mich gab es eigentlich fast nichts mehr Gutes da. Und ich wusste auch nicht, wer ist denn eigentlich Tina? Und ich hatte diesen Traum, da war ich wirklich im Bus oder Postauto. Und dann kam der Schaffner rein und sagte, Ausweise bitte. Und er sagte, Tina Weiß. Wo ist Tina Weiß? Ist hier eine Tina Weiß? Und ich habe einfach nicht reagiert. Ich war zwar in dem Bus, aber ich dachte einfach, ich fühlte mich nicht angesprochen. Und das war also eine große Identitätslosigkeit. Ich wusste nicht, wer ich war. Wer ist Tina Weiß, wenn es diese Venus nicht mehr gibt? Wer ist Tina Weiß? Ja? Wie hast du dann überhaupt deinen Job in der Agentur gepackt, während du Selbstmordgedanken hast? Ich habe alles aufgegeben, also da schon einmal, da gab es schon mal einen Einbruch und dann später nochmals. Aber ich habe einfach aufgehört. Also ich habe dann Selbstständigkeit, also etwas Geld bekommen vom Sozialamt, aber ich habe 3 Monate gar nicht mehr gearbeitet. Es gab einen ganz radikalen Ausstieg bei dir. Du hast, wie du eben schon angedeutet hast, alles verkauft auch und hast dann als Neo-Hippie in einem Zelt gelebt. Was hat dich dazu gebracht genau? Wie kam es zu diesem krassen Schritt? Da ist einfach, ich denke, die Schutzmauern sind einfach immer wie mehr gefallen und die Sehnsucht nach Echtheit, nach echtem Leben, nach Identität und dem Sinn meines Lebens wurde so groß. Und ich hatte dann wirklich wie einen Ruf, der mein Herz einfach erfasste und ich, wie eine Stimme, die sagte, hör auf, das ist nicht mehr dein Leben, gib das auf. Und ich wusste einfach, jetzt gehorche ich dieser Stimme, ich hatte keine Ahnung, was es ist, wo mich das hinführen wird, aber ich vertraute darauf. Und all die anderen Stimmen, die eigentlich dann sagten, spinnst du, jetzt gibst du alles auf, du bist auf dem Höhepunkt deiner Karriere, dachte ich, ja, kann sein, nein, ich glaube, jetzt werde ich normal, das kommt gut. Aber was genau passierte, wusste ich auch noch nicht. Aber ich habe dann eins nach dem anderen aufgegeben, die Wohnung, alle Kleider verkauft, bin dann ins Zelt gegangen, war wirklich als Hippie barfuß unterwegs, noch in meine Agentur ein halbes Jahr länger und dann habe ich aber auch die Agentur aufgegeben. Habe eigentlich alles losgelassen, viele Kontakte halt auch abgebrochen, die waren halt auch viel mit dem Business verknüpft und das hat mir halt nichts mehr, das hat mir nichts mehr gegeben oder ich war da nicht mehr, wollte nicht mehr weggehen und habe ganz andere Interessen bekommen und bin dann ja schlussendlich in Indien gelandet. Diese Stimme hast du auch in deinem Buch aufgeschrieben. Gib alles auf, das ist nicht mehr dein Leben. Hast du dir keine Gedanken gemacht, woher diese Stimme kam? Also ich habe zu dieser Zeit, ich habe an Gott geglaubt. Ich habe auch gebetet irgendwie oder angefangen zu beten. Ich denke, der Heilige Geist hat da gearbeitet, hat da wirklich auch schon ganz viel Frieden und Ruhe in mein Leben gebracht, weil ich hatte ja plötzlich wirklich... der Stress ist schon abgefallen. Ich wusste einfach, ich muss niemandem mehr gefallen. Ich muss jetzt niemandem mehr gerecht werden. Es geht jetzt um mich. Ich sorge mich auch schon mal um mich und bin nicht mehr von diesen äußeren Umständen bestimmt. Und das war schon eine große Befreiung. Also Gott hat mir einen Perspektivenwechsel hat da angefangen. Er hat mir wirklich eine neue Perspektive angefangen zu geben. Also Spiritualität war plötzlich ein Thema auch in deinem Leben. Aber eigentlich hast du ja mehr im Hinduismus gesucht auch, also mit den fernöstlichen Religionen. Ja. Wie bist du dann in Berührung mit dem christlichen Glauben gekommen? Genau.
Also eigentlich war es zuerst Buddhismus und ich fand auch Buddha und alles so Exotische fand ich viel cooler oder interessanter und farbiger und so. Das hat mich viel mehr angezogen, ist ja auch sehr trendy. Dann habe ich auch Yoga gemacht jahrelang und eben gechantet, so Mantra gesungen und so. Und Hinduismus war dann eigentlich, wo ich nach Indien gegangen bin, dachte ich, ja, ich möchte noch mehr vom Buddhismus lernen, aber auch den Hinduismus noch kennenlernen, weil ich war jemand, der eigentlich... Ja, ich fing alles an zu hinterfragen und wollte dem auch selber auf die Spur gehen. Also es reichte mir nie, etwas von jemandem zu hören, wie das ist. Ich musste es immer selber erleben. Und in diesem Sommer habe ich dann auch mich noch mit Schamanismus auseinandergesetzt. Oder ich bin sehr naturverbunden geworden, wollte ja halt dieses "Wir sind alle eins" und wollte mich verbinden auch mit der Natur, habe die Bäume angetanzt und dann so Schwitzhüttenritual gemacht und Ausdruckstanz und solche Dinge. Und ja, und dann schlussendlich aber in Indien bin ich eigentlich in einem christlichen Waisenhaus gelandet, also gerade sofort. Das ist auch ein bisschen eine längere Geschichte, steht sonst im Buch, aber es ist wunderlich, wie Gott eigentlich individuelle Wege geht oder wie er mich auch verfolgt hat mit seiner Liebe. Ja, du wusstest aber nicht, dass das ein christliches Haus ist. Mhm. Was hat dich da so fasziniert an dem Haus? Ja, es waren einfach, also erstens waren es wieder Kinder, die mich eigentlich wirklich mein Herz berührt haben. Dann war es eine Missionarsfamilie aus Kanada, die dort war und auch die Leiter natürlich von diesem Ort. Die waren alle so voller Liebe und so freundlich und ich kannte das so gar nicht. Ich habe auch nie so eine Familie gesehen, die so irgendwie... Ja, jeder war dort so einzigartig, aber trotzdem als Individuum wahrgenommen. Und trotzdem hatten sie eine Einheit, einen Zusammenhalt. Und ich fand das sehr schön. Es war auch Weihnachtszeit. Es hat mich extrem bewegt. Ich habe dann auch begriffen, das geht um Jesus. Und diese Liebe, halt, die sie einfach untereinander hatten, die mich so berührt hat. Und ich habe dann auch zum ersten Mal in der Bibel gelesen. Und eigentlich hat sich alles nur bewahrheitet. Es waren wirklich lebendige Worte, die haben gelebt. Das war nicht einfach nur so Worte, sondern es stand ja da auch, sammle deine Schätze nicht auf Erden, sondern im Himmel, wo dein Herz ist. Und ich dachte, ich habe ja alles hergegeben, was mich eigentlich bestimmt hat, oder alles Materielle gegeben. Das heißt, was war für dich deine Frage? Dort. Also ja, warum, was haben die, was ich nicht habe? Oder ich konnte auch gar nicht punkten mehr mit meinem vergangenen Leben. Ich schämte mich eigentlich für das, was ich gemacht habe. Und ich wollte eigentlich ein neues Leben. Ich wollte eigentlich all das hinter mir lassen, was ich hatte. Ich sehnte mich so nach Wiederherstellung, nach Reinheit auch, nach dieser Liebe. Und ich wusste einfach, diese Anerkennung, die kann nicht von Menschen kommen. Die wünsche ich mir von innen oder ja. Aber ich merkte auch, wenn ich mich ins Zentrum stelle, dann bin ich immer in mir selber verstrickt und eigentlich wollte ich ja mein Ego loswerden. Ja, aber ich verstand auch, dass das eigentlich nur durch Gott möglich ist. Du hast von Scham gesprochen, du hast irgendwie, hattest angefangen, dich dafür zu schämen, wie du bisher gelebt hast. Wie bist du damit umgegangen? Also ich habe dann wirklich beobachtet zuerst und ich habe dann auch gemerkt, ja, ich brauche diesen Jesus noch, aber ich wusste noch nicht ganz genau, was bedeutet es jetzt wirklich mit diesem Jesus und dass der mir eigentlich noch fehlt in diesem Puzzle. Und ich habe dann ja auch wieder geträumt, ich bin Schulden abzahlen gegangen, ich musste da 400 Franken zahlen, da 800 Franken, da auf dieser Stelle 300 Franken. Und ich wusste irgendwie, ich kann meine Schuld nicht bezahlen, ich kann das nicht mit Geld bezahlen. Und da habe ich gemerkt, also da habe ich auch immer wie mehr natürlich in Gesprächen auch mit den anderen Christen gemerkt, Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Er hat wirklich bezahlt, um mich mit Gott zu versöhnen, um wirklich, dass ich Vergebung auch erhalte für die Dinge, die ich getan habe oder eben nicht getan habe oder Menschen, die ich verletzt habe, Abtreibungen, die ich getan hatte. Der Heilige Geist hat immer wie mehr gezeigt, was nicht richtig war und er hat mich überführt, aber eigentlich wusste ich, ja, die Vergebung ist bei Gott und er liebt mich trotzdem und er hat etwas Neues mit mir vor. Das alte Leben ist wirklich vergangen und ich kann eine neue Schöpfung werden. Ich kann wieder rein werden. Ich habe mich nach dieser Heiligkeit gesehnt. Auch, ich habe Vergebung bekommen. Das war eine große Freiheit von mir selber eigentlich. Eine Freiheit von Stolz. Ich bin befreit worden von dem Stolz und von all dem, was mich einfach belastet hat, bestimmt hat. Du hast es so ausgedrückt, Gott hat dich überführt, aber trotzdem warst du überhaupt nicht frustriert. Das ist irgendwie eine coole Mischung. Wie hast du es denn geschafft, dann sogar zu sagen, ich wäre bereit auf Partnerschaft und sogar dein wichtigstes
Sex zu verzichten. Genau. Woher kam diese Freiheit? Ich wusste einfach plötzlich, oder ich merkte einfach auch, okay, die Sexualität ist einfach das Letzte, was ich jetzt Gott noch abgeben muss. Und ich habe einfach Jesus vertraut und habe gesagt, okay, ich vertraue dir das, ich gebe dir das, was meine Identität ja bestimmt hat, was für mich das Wichtigste war. Aber ich wusste gleichzeitig auch, es ist eine Lüge, dass das meine Identität ist. Das bin gar nicht ich, das gehört ja eigentlich auch so nicht zu mir, obwohl Sex ja ist etwas Wunderbares und von Gott geschaffen. Aber jedenfalls habe ich gesagt, hey, nimm du das bitte und ich vertraue dir, wenn du willst, dass ich alleine unterwegs sein werde für den Rest meines Lebens, dann werde ich das tun. Dann nimmst du mir dieses Bedürfnis auch weg oder du wirst mir irgendwann einen Mann bringen, wenn du es für richtig hältst. Du hast Identität angesprochen. Es war eine große Frage von dir. Wer ist Tina? Hast du eine Antwort bekommen? Wie würdest du es beschreiben? Ja, absolut. Ich glaube, wir können gar nicht erkennen, wer wir wirklich sind, wenn wir nicht den kennen, der uns geschaffen hat. Und wo ich erkannt habe, dass Gott mich geschaffen hat, dass er alle Menschen geschaffen hat, aber dass er trotzdem jeden kennt, einzigartig und wirklich, dass er jeden liebt und für jeden einen guten Plan hat, ist das, als wären da zwei einfach Linien, die irgendwie nicht kongruent waren, die sind einfach eins geworden. Und das war nicht, ich habe schon meinen Willen abgegeben, aber das war ja auch ein Einwand, muss ich jetzt die ganze Verantwortung, die ich erst für mich übernommen habe, schon wieder abgeben? Das war es überhaupt nicht, sondern es ist, Gott gibt mir die Freude, dieses neue Leben zu leben und aber in Verantwortung für mich selber und aber auch für andere Menschen. Und kannst du mir das jetzt auch sagen, wer Tina Weiß ist, wenn dich jemand fragen würde, wer ist Tina? Oder heute Tina Schmidt? Ich kann sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und ich bin nicht mehr abhängig von anderen Meinungen. Ich bin nicht mehr bestimmt von äußeren Umständen, sondern ich weiß um meinen Wert. Ich weiß, Gott hat meine Würde wiederhergestellt. Ich weiß, dass ich etwas geben kann. Also ich habe Liebe, ich erhalte Liebe und ich kann Liebe geben. Also ich habe nichts zu geben und ich bin kostbar und Gott hat kann meine Potenziale, meine Talente auch nutzen, aber ich muss mir nicht mehr selber auf die Schulter klopfen dafür, sondern ich kann einem Gott danken, der mir sie gegeben hat. Ja. Du warst bereit, auf alles zu verzichten, warst dann viele Jahre alleine, hast aber dann tatsächlich den Schritt getan, zu heiraten, hast dich verliebt. Was hat dir geholfen, plötzlich dich wirklich an jemanden binden zu können, und zwar dauerhaft? Also ja, da war wirklich auch eine große Ehrfurcht, irgendwie ich will oder eine Ehe einzugehen. Und ich glaube, tief im Herzen war da sicher ein Wunsch da, eben diesen einen Mann, diese Ehe wirklich leben zu können. Aber das hat so halt nicht stattgefunden. Und ich dachte wirklich, mit Gott schaffe ich das. Und ich wusste, ich hatte wie auch die Sicherheit, weil mein Mann hat auch gesagt, wie ich auch, wenn ich mich noch einmal auf jemanden einlasse, dann wird es für immer sein. Und ich wusste einfach, ohne Gott ist es nicht zu schaffen, weil dann erwarte ich wieder von meinem Partner, dass er mich glücklich machen muss oder umgekehrt. Und so haben wir dieses Schutzdach. Gott gibt einem ja auch diesen Schutz. Es ist wie eine Dreierbeziehung, oder? Es ist nicht mehr einfach, wir sind nur voneinander abhängig. Und wir dienen auch etwas Höherem. Es geht nicht mehr nur um uns und um meine Befriedigung, meine persönliche, sondern es geht viel weiter. Es ist etwas Wunderschönes. Es ist wirklich auch Verbindlichkeit leben und in diesem sicheren Schutzrahmen der Ehe. Sexualität war immer dein Allerwichtigstes. Wie ist es heute für dich? Was bedeutet das für dich? Was macht Sexualität für dich aus? Also wir haben ja auch gewartet mit Sexualität bis zur Ehe, was vielleicht gesellschaftlich gesehen ja ein völliger Humbug ist oder niemand versteht, aber da war auch ein Segen drauf, weil ich wusste einfach, oder wir wussten beide, wir wollen nicht unsere Partnerschaft auf dieses Fundament stellen, sondern das ist eigentlich wieder der Dessert, der eigentlich am Schluss kommt, dazukommt. Und so habe ich einfach das Ganze ganz anders aufgerollt als immer früher, oder? Das fing mal an mit einer Freundschaft. Also dieser Mann Samuel wurde zuerst zu meinem Freund, zu meinem besten Freund, und wir wurden ein Team und wir haben uns in ganz verschiedenen Situationen erlebt und wir waren auch mit anderen Menschen unterwegs und sind so zusammengewachsen. Und die Sexualität kam dann eigentlich einfach dazu, und zwar in diesem sicheren Schutzrahmen der Ehe, wo man dann auch weiß, man ist verbindlich zusammen, man ist sich treu und man hat einen Gott, der einem auch hilft, wenn es vielleicht mal schwierig wird, weil wir sind ja nicht völlig unter einer Glocke und schauen niemanden anders mehr an, aber ich glaube,
Aber mit diesem Gott ist es eben möglich, diese Verbindlichkeit, diese Treue zu leben. Und die Sexualität ist etwas Wunderschönes, aber sie ist nicht mehr das Wichtigste in der Beziehung. Vielen Dank für dein bewegtes Leben, was du hier mitgebracht hast und mir ein bisschen davon erzählt hast. Alles Gute weiterhin für dich. Danke, vielen Dank. Sex ist ein tolles Geschenk von Gott. Aber ohne Liebe können wir einfach nicht leben. Was Tina Schmidt bei Menschen suchte, hat sie schließlich bei Jesus gefunden. Und der liebt auch dich. Vielleicht magst du ihm in einem Gebet darauf antworten. Probier es einfach mal aus. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib uns eine Mail. Ansonsten vielen Dank für dein Like und das Abonnieren unseres Kanals. Wir warten noch viele Stories auf dich. Ciao.